Hallo Luca. Hallo Lena. Hallo Martina. Hallo. Hallo. Thomas und ich, wir mussten uns wirklich lange jetzt beraten. Und das hat leider einen Grund, und zwar einen traurigen. Denn ich kann leider bei jeder von euch ein Argument finden, um euch nach Hause zu schicken. Luca, wenn ich dich mit den anderen 7 Models vergleiche, dann fällst du auf. Aber leider nicht positiv. Was meinst du denn, warum fiel dir denn das Shooting so schwer? Also bei mir war es am Anfang so, dass ich meinen Mund immer aufgemacht habe. Und ich dachte halt am Anfang, das sieht dann sportlicher aus. Aber dann hast du mich ja darauf hingewiesen. Und dann habe ich probiert, den Mund zuzumachen. Und ja, genau, mein Problem war, glaube ich, am Anfang, dass ich dachte, dass es besser aussieht, als es dann im Endeffekt aussah. Ich meine, du hattest auch eine sehr starke Konkurrentin mit Noella. Aber am Ende zählt deine Einzelleistung und die war leider schwach. Der Mund war durchgehend offen und die Bewegungen, die waren leider auch ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob sie hektisch gewesen sind, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Und das ist ja leider dann oft so, dass wenn ein Shooting nicht so gut läuft, dann ist es eine große Kunst, das noch mal rauszureißen und sich nicht von den Umständen noch weiter runterziehen zu lassen. Und ich glaube, mit zunehmender Dauer wurden dann die Schüsse auch nicht unbedingt besser. Es war leider schwieriger, für mich auch überraschend schwieriger, richtig gute Bilder zu finden als gedacht. Okay, kommen wir zu dir, Lena. Lena, diese Woche konnte ich eure Leistungen unmittelbar vergleichen. Mhm. Ne, deine Duellpartnerin war Lieselotte. Wie war es für dich? Lustig. Lieselotte geht mit so einer ganz anderen, wie soll man sagen, so Vibe, Attitude an die Sache als ich. Also ich bin da ja dann zwar lustig, aber auch irgendwie ernst. Und Lieselotte ist da mal so locker. Ich glaube, das ist auch genau so ein bisschen das, was wir suchen. Jemand, der locker ist, der das mit einer Leichtigkeit angeht. Du hattest oft dein Gesicht nicht unter Kontrolle. Ne? Und gerade im Vergleich mit Lieselotte hat dir das ein bisschen auch gefehlt und auch vielleicht die Spannung. Bei dir, Lena, hatte ich auch das Gefühl, dass du dich so sehr auf dieses Tennisspielen konzentriert hast, dass aber letztendlich dieses spezielle Etwas, dieser Esprit, dieser Funke, der so ein Modelbild dann auch braucht, dass der nie rüberkam. Und das hat man eben leider gesehen. Es war sehr, sehr schwierig, tolle Bilder zu finden oder überhaupt ein Bild zu finden, wo eben dieser Funke überspringt vom Gesicht her. Okay. Und das gleiche Problem hatten wir bei Martina. Und bei Martina, du bist ein faszinierender Fall. Weil ich habe nämlich heute mir ein Bild anschauen dürfen, in dem du wirklich locker warst, freudig. Und das war das Bild, dass du durchs Ziel gegangen bist. Gerannt. Und das war mitunter das erste Mal diese Woche, dass ich gesehen habe, ah, das kann die Seite von Martina auch sein. Der Unterschied bei dem Bild nur ist, das ist ein Moment, wo du eben weißt, ich habe gewonnen, ich habe es geschafft, der Druck fällt ab, ich habe mein Ziel erreicht und meinen eigenen Ansprüchen entsprochen. Letztendlich ist das aber nie der Fall bei einem Fotoshooting oder beim Filmdreh. Du weißt eben noch nicht, ob du erfolgreich bist. Und den Druck, den du dir selbst gemacht hast, wahrscheinlich auch durch die gute Performance von Vivian vorher, der hat dich da in eine Einbahnstraße geführt, von der wir dich eigentlich nicht mehr retten konnten. Also ich fand eigentlich die Bilder alle relativ uninspirierend. Martina, wir gehen mit großen Schritten aufs Finale zu. Und umso näher dieser Tag rückt, umso mehr lasse ich die Reise, die wir miteinander haben, hier bei Topmodel Revue passieren. Und ich weiß noch, dass gerade am Anfang bei dir, Martina, hat mich eine Eigenschaft sehr beeindruckt. Kannst du dich erinnern, was es war? Das war eine Leichtigkeit. Und ich denke, und dein Kampfgeist auch. Und der Kampfgeist, ja. Und dass du ehrgeizig bist, das hast du auch in dieser Woche bewiesen. Ne? Aber leider ohne Erfolg. Ich bin jetzt schon gespannt, also vor allem natürlich auch wegen meiner Mama. Also was die sagen dann, also. Jetzt im Moment bin ich noch gar nicht traurig, weil ich denke mir, jetzt ist noch nichts vorbei. Aber sicher, sollte es schlecht enden, dann
Wahrscheinlich schon, ja. Und man darf nicht vergessen, dass die Leistung auch vorher war, die jemand abgegeben hat und geleistet hat und viel Energie reingesteckt hat. Und da sehe ich halt Martina da rein. Ja. Ihr wisst, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Aber ich habe schon mal gute Nachrichten für die erste von euch. Und zwar für Martina. Guck dir das doch mal bitte an. Lass den Druck abfallen, hab die Freude, hab den Spaß, weil dieses Bild zeigt auch mir, dass du das drauf hast. Danke. Oh, jetzt weine ich dann wahrscheinlich. Martina, mit diesem Bild kann ich dich nicht nach Hause schicken. Das hier, weiß ich nicht, ob dir das so gut gefällt. Aber es ist zumindest eins. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Foto, das ich heimtragen darf. Hat Ihnen nicht so gut gefallen. Das, was mich wirklich weitergebracht hat, ist das Foto an der Ziellinie, wo also die ganze Freude und die Kraft auch rauskommen und ja, bringt mich weiter. Auch mich mental hier dann loszulassen und in die Leichtigkeit zu kommen. Wobei die Heidi gesagt hat, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, aber ich finde es sehr gut. Ja, mir gefällt das sehr gut. Ich finde das auch cool. Nee, ich finde es auch cool. Also, insofern, ihr habt mich noch länger. Nee, bei dem Leben. Keine Sorge. Glückwunsch, also. Hi. Natürlich haben wir eure beiden Fotos uns auch angeguckt. Und ich muss sagen, die haben uns beide nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, umso näher wir ans Ziel kommen, umso mehr denke ich an die vielen, vielen Wochen und an die vielen, vielen Sachen, die wir schon hinter uns haben oder die ihr schon hinter euch habt, die ihr schon gemacht habt. Und das Model, das uns heute verlassen muss, hat wirklich eine Wahnsinnskarriere bei uns hingelegt. Ich bedanke mich jetzt schon für die wunderschöne und für die tolle Zeit mit dir. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Lena. Ja, alles okay. Danke. Danke für die Chance. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön für die Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich. Und du hast uns alle inspiriert, Lena. Wirklich. I think she has an amazing body. It's so different. Mm-hmm. She has these big boobs and it's just super curvy and the proportions to me are like good. Ich habe mich bei GNTM beworben, weil ich einfach zeigen möchte, dass dieses klassische Model nicht existiert, dass es einfach in unserer Zeit heute einfach wirklich egal ist, wie groß man ist, wie schlank man ist. Great attitude. Yeah. Ist echt gewachsen hier, also an ihrem eigenen Befinden so in ihrer Haut. Dankeschön, ja, ich bin wirklich dankbar für die Zeit hier. Also es ist wirklich krass, was man hier alles so erlebt hat. Ich danke dir, Lena. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Reise hier. Und Luca. Aber wir werden uns kämpfen und noch ein paar Tschüss. Tschüss und Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
knappes Rennen. Aber diese Woche war nicht ihre Woche. Es war nicht ihre Woche, aber sie hat es weit geschafft. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch stolz auf sich ist. Ja, es ist jetzt sehr, sehr ärgerlich, aber ich wünsche euch allen noch eine schöne Reise. Und irgendeiner von euch wird schon ein Sex-Top-Model. So, irgendeiner? Nein, aber wirklich, Leute, es ist echt okay für mich. Und ich wünsche euch allen, wir werden uns bald wiedersehen. Das weiß ich noch.